oder will noch einer abheben, Leute? Wo sind hier welche? Schieß doch mal dahin. Leute, das sind Fahrzeuge. Ja. Drücke 3 zum Anfordern. So. 2 Sekunden. Zack, da. Waren sie? Nicht schlecht. Schalte das mögliche Hauptquartier aus. Luftnahe Unterstützung. Ach du Scheiße. Roger. 3 Sekunden. 3 Sekunden. Alles gesichert, keine weiteren Bodenangriffe. So. So, hier wird's garantiert nicht mehr nass. Ach du Scheiße. Nacht oder was? Sehe ich ja nur noch grün. So, und wir landen wieder auf dem Schiff, wie es aussieht. Mitten in der Nacht. Ah, schön gelandet. Schön gemacht. So, ja. Operation Guillotine. Ja, das war jetzt mal was ganz Abwechslungsreiches, das Flugzeugspektakel. Und ihr habt bestimmt auch schon gemerkt, dass ich da etwas ruhiger war, weil da musste man wirklich stark drauf achten, was die Teamkameraden sagen, was angefordert wird, welche Raketen, welche Waffe, auf welche Ziele es gerichtet werden muss. Und da braucht man schon jede Menge Konzentration. Wenn man da sich einen Wolf vom Pelz labert, dann... Aber was soll das mit mir zu tun haben? Soll ich Sie ihn aufzeichnen, Mann? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind Sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gern was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizier schoss. Lecken Sie mich! Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte... Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Vorschrift. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden.
So, das wird die nächste Mission sein, jedoch in der nächsten Aufnahmerunde und nicht mehr jetzt und heute, sondern ein andermal. So, es wird nochmal kurz automatisch zwischengespeichert, ohne jegliches Zutun. Und ja, wie bereits gesagt, wenn man sich bei diesem Spiel einen Wolf vom Pelz labert, dann bekommt man nicht so viel von der Story mit. Schön große Stadt. Allerdings, noch keine Waffenlaster. Nee, die Mühlen des Schicksals malen langsam. Eieiei. Misfit, hier Haymaker. Ich höre. Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrisons Regiment die Jaffier-Brücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Haymaker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kolschir-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. So, wir haben alles verstanden, doch ich sage mal, Haymaker. Los geht's. Dieser Stelle alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Schon mal tschüss. Mission startet. Sir, verstanden. Blackburn, nimm den Mörser. Boah, wow, kriegen wir einen dicken, fetten Mörser los, dann in der nächsten los. Runde. Aber nicht los. Mehr jetzt. Hey, hier wird nicht losgerannt. So, ich sag erstmal tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Euer Keltorio und ciao. So und hallihallo und herzlich willkommen meine Freunde, wir befinden uns hier mitten in Operation Guillotine wieder und wir rennen mal unseren Kameraden hinterher, die schon fleißig vorgespurtet sind. Ach, wo rennt die denn hin und hier ballert's überall, ja das ist jetzt mittlerweile auch meine zweite Fraps-Aufnahme, die ich starte. Boah, ich wollte es gerade schon mal starten, aber da hat sich die Framerate irgendwie total aufgehangen und jetzt läuft sie ja eigentlich konstant bei 30 Frames. Ich weiß nicht, was da die Ursache jetzt war. Ich habe einfach einen weiteren Tab vom Firefox geschlossen und jetzt geht's. Boah! So, Mörser aufstellen. Wir kommen schon, wir kommen schon. Wow! Mann, hier kann man ja kaum noch laufen. So, E. Mörser aufstellen. Zack. Halt mal fest hier, Kollege. Genau in dem Winkel und schmeiß was Schönes rein. Und Tess, weiter. Bats, schönes Leuchtfeuer. So, kannst du uns mal hier rüber helfen? Ja, ich komme. Zack. Muss ich die Kopfhörer noch auf Seite rutschen, weil der Tonfall ist hier immer relativ laut. Ach ja, hier geht's schon wieder los. So, da steht noch einer. Ach, der liegt jetzt auch schon mittlerweile. Halte R zum Aufladen. Ach ne, zum Waffe wechseln war das. So, wir folgen unserem Teamkameraden mal hier. Wow! So, schnell wieder nachladen. Ah, scheiße, jetzt sind wir natürlich schon wieder dem Gras ein Stückchen näher. Naja, aber ihr kennt das ja, wie es mit mir so ist, der Nicht-Shooter-Erfahrene. Aber das muss ja noch lange nicht heißen, dass das Let's Play deswegen scheiße ist. So, man kann auch so eine Menge Spaß haben. Da kommt eine schöne Blendgranate beziehungsweise ein kleines Leuchtfeuer, wo die Feinde sind. Da hinten steht auch noch einer, wenn man den mal treffen würde. So, ich glaube, der war getroffen. Ja, die Waffe möchte ich nicht von dem haben. Oh. Bleibt erstmal bei meiner. Sollen wir schön nachladen und hier hinten ein wenig verstecken. So, da hinten geht's doch schon wieder ab. Ich hör's doch. So,
So, mal schnell verstecken zum Nachladen und dann wieder vorhuschen. Hey, lässt du mich hier? So, da oben kommen noch mehr. So, da war doch schon Geschichte, oder nicht? So, jetzt aber. Jetzt aber. Wow! Hier wird kein MG über dem Kanal gemacht. Wer zerlegt hier wen? Oh, da oben geht's natürlich ganz schön los. Wow! Teambeschuss wird nicht toleriert. Oh. Oh, ich sollte mich mal hier vielleicht hinlegen und verstecken. Ja, wir zerlegen sie ja schon. Ich schieße mal ein Überraschungsei nach hinten, mal gucken, ob das Wirkung erzielt. Ach komm schon. Das Ding hat natürlich immer einen ganz schönen Rückschuss, also Rückstoß. Ist natürlich immer eine Sache, die das Ganze noch erschwert. So, aber nichts, was unmöglich wäre. Und wenn man an dem Let's Play ein bisschen länger hängt, macht das ja nichts. Oh, und die sind schon alle da oben. Ich sollte mich mal spurten. Boah, ich treffe. Das gibt's da nicht. So, du bekommst was ab. Und du da oben auch noch. Zack. Komm schon. Ja, du bist getroffen. So. Teamkameraden nicht abschießen. Das wäre ein bisschen uncool, obwohl ich das auch schon die ein oder andere Male jetzt gebracht habe. Wow. So, der da oben wäre erledigt. Eieiei, da oben steht auch noch einer. So. Ich denke mal, der ist nicht friedlich gesonnen. Also los, durch das Gebäude. Durch das Gebäude, genau. Operation Guillotine. Oder Guillotine. Ach, wir müssen hier hoch. Komm schon. Wo sind die anderen lang gegangen? Ach, hier oben oder was? Okay. Gehen wir auch mal da oben entlang. So, von wo schießt es? Von da. Aua. Nein, das war natürlich sonnenklar jetzt hier. Ach, fuck. Genau, das kann ich nur bestätigen. Tja. Wenn es dunkel ist, muss das noch lange nicht heißen, dass deine Gegner dich nicht hören können. So, und den Vorweg wieder sichern. Auf nach oben. Haben wir eigentlich auch noch andere Waffen? Zum Beispiel das da. Oh je, je, je. Das probieren wir mal aus. Wie sich das Teil so macht. So. Na, da knallt es aber ganz schön. Vorsicht, Kameraden. Zerstört. Halt, leg dich doch mal hin hier, das ist gefährlich. Weißt du das denn nicht? Halt, hinlegen. Jetzt wird's gefährlich. So, was haben wir denn noch für Waffen? Ach, nur sekundären Primärwaffen. Ja, ist ja logisch eigentlich. So, nachlegen, nachladen und vielleicht wieder verstecken. Jetzt wird jetzt weiter durchs Gebäude. Ah, okay. So, wow, fuck, hier. Teamkamerade gefallen. Scheiße. So, hier kamen doch aber noch einige.
Oh ja, da war schon wieder ein Teamkamerad im Weg. Ah, den haben wir noch nicht getroffen.